Los geht's. Sein. Professor Aubiers Haus. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Also was mir als allererstes auffällt, die Musik ist viel zu laut. Viel zu laut. Was hier? Was ist denn das die bessere? Soll das die optimale sein? Nee. Soll das die optimale Grafik sein? Dann ist das die optimale, oder? Seltsame Einstellung. Okay, jedenfalls. So. Gut. Okay. Retten wir uns vor der. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Da ist sie. Spinne. Kann ich das eigentlich auch im Vollbildmodus spielen? Ich Wahnsinniger. Geht das? So? Ja, geil. Oh. Seht ihr nichts mehr? Doch. Ihr seht noch was. Okay. Ja, so. Jetzt sind wir ja in einer
scheinbar auswegslosen Situation. Was haben wir denn hier? Bücherregal, können wir uns da entlang... Ich schaue mir kurz die Buchtitel an. In der vagen Hoffnung eine Taschenbuchausgabe von »Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist« zu finden. Gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Aha. Also hier, so, ne? Okay, dann kann man ja den... Oh. Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Jo. Andererseits bin ich ja immer noch in einem brennenden Haus an einen Stuhl gefesselt, ohne eine Möglichkeit zur Flucht. Zerquetscht. Spinnendreck rühre ich nicht an. Vielleicht sollte ich mich erst einmal befreien, bevor ich das Mobiliar inspiziere. Ah. Tada! Im einzigen mächtigen Ruck hat sich unser Held befreit. Jetzt muss ich mich nur noch um das Feuer kümmern. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt man also nicht mehr ran. Oh, eine Löschdecke? Nee. Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Hm. Naja, das könnte mal ganz nützlich sein. Ja, nimm's doch mit. Ich habe Nikos Handtasche doch schon durchstöbert und außerdem steht mir die Farbe nicht. Der Pfeil ist spitzer als das aktive Ende einer Stechmücke, aber das hält mich nicht davon ab, ihn einzustecken. Das will ich auch hoffen. Da drinnen habe ich eine Flasche Tequila gefunden. Normalerweise trinke ich keine harten Sachen, aber heute war alles andere als ein normaler Tag. Ew. Widerlich. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt, beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Davon habe ich zutiefst künstlerisch, aber von sehr geringem praktischem Wert. Nettes Sasse. Ich sollte mich eigentlich um das Feuer kümmern. Ein Wurm. Auf dem Teppich liegt ein kurzes, fleischig-graues Etwas herum. Es ist der Wurm aus der Tequila-Flasche. Lecker. Oh, ich sehe gerade, ich habe... Ui, Moment. Das geht ja so nicht. Jetzt sieht er das Inventar gar nicht mehr. Da hat sich wohl jemand etwas zu forsch gezoomt. So. So. Besser. Nun aber. Okay. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Da ist es. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Die Schachtel packe ich nicht mehr an, nachdem die Spinne da drin war. Kein Druck im Siphon. Ich schätze mal, die Gaspatrone ist leer. Ich glaube, hier brennt's. Ein bisschen. Das Schränkchen ist verschlossen.
Als ich das Schloss öffne, werden die Türen von irgendwas aufgesprengt. Mir fällt kein möglicher Verwendungszweck für eine explodierte Gaspatrone ein. Wer weiß? Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Ach. So. So, kann man den jetzt mit diesem Ding hier auffüllen? Ich weiß zwar nicht, warum das. Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Aha. Und schon habe ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Na, den probieren wir dann mal aus. Hey! Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Jetzt ist es aber höchste Zeit, nach Nico zu suchen. Mir fällt... Ich würde erst mich hier noch gerne ein bisschen umsehen. Das hier jetzt, hallo, keine Musik mehr. No music at all. Seil. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Merkwürdig, dass hier echt keine Musik ist. Muss ich das lauter machen? Ja, das ist kein. Aktuell ist da keine Musik, okay. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Lippenstift. Ich schätze, der Inhalt des Briefes geht mich nichts an, aber andererseits könnte er mir einen Anhaltspunkt liefern, worin Nico da eigentlich verstrickt ist. Er ist von André Lobineau, dem Geschichtsstudenten, den Nico vom College her kennt. Der Brief ist sentimentales Geschwafel. Außerdem steht drin, dass die exotische Reizwäsche, wie er es nennt, ein Geschenk von ihm ist. Daneben steht seine Telefonnummer. Lobineau hält sich für meinen Rivalen um die Gunst von Nico, aber ich kann einfach nicht glauben, dass so eine Schnarchnase überhaupt mit dem Rennen ist. Der Giftpfeil, der Nico außer Gefecht gesetzt hat. Ich kenne nichts anderes, was so effektiv dafür gesorgt hätte, dass sie mal ruhig ist. Das ist der winzige Tequila-Wurm. Ich muss unbedingt daran denken, ihn aus der Hosentasche zu nehmen, bevor ich die Hose in die Reinigung gebe. Diesen Spinnen... Ich habe keine Zeit. So, was haben wir denn hier noch so in dem Räumchen? Bücherregal, Tequila-Flasche, Schublade haben wir hier noch. In der Schublade steht ein kleines, dekoriertes Töpfchen. In dem Topf ist ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Davon habe ich... Zutiefst künstlerisch.
können wir so jetzt wahrscheinlich sogar schon rausgehen, ja? Ich will mir nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Ein Telefon. Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Unglücklicherweise wird sie von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen, ist Mexiko. So wenig ich ihn auch mag, vielleicht ist Lobineau meine einzige Chance, Nico zu finden. Hi, André. Wer ist da? Hier ist George Stobart, Nikos Freund. Meinst du nicht Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir zu streiten. Ich muss mit dir reden, über Nico. Kannst du nicht akzeptieren, dass sie sich einfach nicht für dich interessiert? Hör zu, André, wir müssen reden. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. André? Wie? Oh. Kommst nicht, du Penner. Ich fühle den unerklärlichen Drang, mir das Ohr zu waschen. Kann man noch jemanden anrufen? Niemanden mehr. Okay. Wehe, du kommst nicht, du Penner. Das sieht dir nach der Eingangstür oder Ausgangstür aus und das ist die verschlossen. Abgeschlossen. Der Hausschlüssel passt hier nicht. Ein Hausschlüssel, okay. Sag das doch. Dann passt der Hausschlüssel vielleicht in der Haustür. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe wohl wenig Chancen, diese Tür einzutreten. Versuchen kann man es ja eigentlich mal. Ich schließe die Tür auf. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobineau wiederzusehen, aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Ah, guck mal, oh, geil. Als ich im Café ankomme, sehe ich keine Spur von Lobineau. Ich werde erstmal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Wie schön. Was jetzt wohl passiert? Nochmal klauen, bitte? Oh, Garçon! Er ignoriert mich. Das ist Absicht. Franzosen. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Oh, ich erinnere mich. Ja, sind Sie immer noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Hm. Weiber. Meine Freundin. Oh, die junge Liebe. Ja, ja. Toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne. Aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Ja. Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Haben Sie jemals von einem Professor Aubier gehört? Non, Monsieur. Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Was halten Sie von diesem Pfeil? Ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper quoll auf wie ein automatisches Rettungsfloß.
Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Was halten Sie von diesem Zettel? Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der manisch besessene Typ ist. Wahrscheinlich mit einem ausgeprägten Ödipus-Komplex. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden, bis auf den Pferdeschwanz. Keine weiteren Themen mehr? Ich wüsste nicht, was ich... Okay. Hey, Kellner! Ich Hole eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ernie fertig bedient habe. Was ist mit denen für... Na gut, dann machen wir dem halt den Wurm in den Fläschchen. Das klappt nicht. Doch, das klappt. Vertrauen Sie mir. Ein Kaffee. Sehr wohl. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobineau? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihre Stammkunde. Haben Sie mal von Professor Oubier gehört? Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft hergekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Der verrückte Professor. Wenn Oubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihre Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Wie ist Oubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Oubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Was schüttet dieser Kerl dauernd aus seiner Flasche nach? Absinth. Absinth? Ich dachte, der wäre so gefährlich und in Frankreich verboten. Stimmt beides. Schauen Sie mich nicht so an. Von mir hat er das Zeug nicht. Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Doch, der ist echt. Hat meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Es klingt, als hätten Sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Das wäre alles. Vielen Dank. Ach, da ist er ja. So. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Oubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben, verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Oubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Aus wie eine Handyhülle. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau, Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist.
Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Nö, behalte ihn ruhig. Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rücken als du. Du hältst dich für lustig, was? Beschäftigt Ubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Bist du denn nie in seinem Haus gewesen? Ich dachte, ihr beide wärt Kumpel. Wir sind beide Akademiker. Das ist nicht ganz das Gleiche. Warum hat Nico den Stein zu Ubier gebracht? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. Erzähl mir was über deinen Freund Ubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Wo hat Nico den Stein her? Er wurde ihr zugeschickt. Woher? Von wem? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Bis später. Adieu, Georgie. Und weg ist er. Währenddessen... Ich habe genug von Ihren Spielchen, Collard. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen. Okay. Naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also, ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah oui, natürlich. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir. Aber nun nicht mehr. Schnell den Wurm ins Fläschchen. Nein. Doch. Der Ex-Gendarm zeigt keinerlei Anzeichen, dass der Wein, den er in sich hineinschüttet, wirkt. Verzeihen Sie. Was? Haben Sie schon mal von Carol Climax gehört, dem Filmstar? Ja, aber ich mag die Art Filme nicht, die sie gemacht hat. Es liegt an diesen Dreckfilmen, dass die Moral in unserer westlichen Zivilisation den Bach runtergeht. Stimmt es, dass Carol Climax von ihrem Mann ermordet worden ist? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich dachte, sie hätte sich einfach ins Privatleben zurückgezogen. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Sie ist gekidnappt worden. Gekidnappt? Ja, das war unser erster Tag zusammen, nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv. Hier, mach doch den Wurm doch hin. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Ach, ich muss das Fläschchen erst nehmen und dann den Wurm darin machen. Schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk.
Muss ich vielleicht gar nicht den Wurm darin machen? Nein. Okay. Das Fläschchen mit Absinth, das ich... Punkt schon. Fällt ihm gar nicht auf, ne? Verzeihen Sie. Was? Ich habe mich darauf gefreut, meine Freundin wiederzusehen. Aber sie musste ja gleich losrennen und irgend so einen Professor treffen. Ich verstehe. Und Sie glauben, sie hat eine Affäre mit diesem Professor? Hören Sie, vergessen Sie es. Ist nicht so wichtig. Was trinken Sie da? Das ist Wein. Der Kellner meinte, das sei Absinth. Der blöde Mann kann doch Pernod nicht von Katzenpisse unterscheiden. Haben Sie keinen Einspruch gegen Ihre Entlassung eingereicht? Das wäre zwecklos gewesen. Es stand mein Wort gegen das des Chefinspekteurs. Und der wiederum ist ein enger Freund des Direktors des Grünen Museums, in dem ich Patrouille gehen sollte. Verzeihen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Gut, jetzt haben wir nur leer geredet. Gut. Kann man aufstehen jetzt? Verzeihen Sie. Was? Das will er bestimmt. Was sagten Sie? Welches Museum sollten Sie bewachen? Das Grün. Und es war ja nicht so, als ob irgendetwas gestohlen worden wäre. Nur so ein rostiges, altes Dreibein. Das Dreibein, das ich ein paar Wochen später zurückgebracht habe. Es ist so schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu sitzen. Schwarzer Kaffee, obwohl ich sicher bin, dass ich ihn mit Milch bestellt habe. Das klappt nicht. Die fleckigen und zerknitterten Klamotten des Kellners sehen aus, als hätte er da drin... Ich frage lieber gar nicht erst nach etwas zu essen. Falsch, ganz falsch. Verzeihen Sie. Was? Das will er bestimmt nicht. Ich kann das jetzt nicht aufstehen hier. Wünschen Sie sonst noch etwas? Garçon, irgendetwas brütet auf dem Boden meiner Tasse eine neue Lebensform aus. Sie haben das doch so bestellt. Das ist die Sahne. Aber das ist ja ein einziger Klumpen. Kein Problem. Ich bringe Ihnen eine Gabel. Vergessen Sie's. Das wäre alles. Vielen Dank. Das ist zweifellos die widerwärtigste Tasse Kaffee, die ich in meinem Leben vorgesetzt bekommen habe. Das ist zweifellos die... Verzeihen Sie. Was? Ich wüsste nicht. Ich würde jetzt gerne aufstehen, geht das nicht? Verzeihen. Lassen Sie mich in Ruhe. Wünschen Sie. Das würde den Kerl. Das wäre. Befehlen. Das ist zweifellos. Kann nicht aufstehen hier, ne? Keinerlei Verlangen in die... Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Die Töpfe werden durch eine Glasvitrine geschützt. Hi, Mädels.
Hab ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Okay, ich hab so das Gefühl... Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nico gehen. Die Wüste. Zu wenig Gehalt für zu viel Geld, wenn man mich fragt. Rechtecke in desolater Landschaft. Höchst kubistisch gehalten. Ich halte nicht viel von diesen Ausstellungsstücken. Ich halte nicht viel von... Die Töpfe werden durch eine Glaswand... So wie der Typ sich an dem Glas festkrallt, bräuchte ich ja ein Brecheisen, um ihm das abzunehmen. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Gütiger Himmel, nein. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht? Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Das ist ein Arschloch. Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein... Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Jo, ich hatte schon eine Idee. Ich glaube kaum, dass er... So, Prost, Dickerchen. Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Haben Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Ich glaube kaum. Also dann noch ein Hop. Gestatten Sie? Jetzt gibt man den dann noch im Aus, ey. Super. Ups. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als das... Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert, aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Ich hoffe nur, Aubier hat noch viele von diesen Töpfen im Hafen. Wenn nicht, bin ich ruiniert. Verschwinden Sie. Von dem Scherbenhaufen brauche ich nichts mehr mitzunehmen. Von dem Scherben... Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Verschwinden Sie. Alles sind also nett hier. Der Topf ist in zu viele Stück... Sphären in einer... Ich glaube, ich erkenne ein gewisses Muster.
Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für... Ja doch, nimm mit. Hier muss man doch jetzt irgendwas hier... In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen, aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. In der Verpackung... Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Ein Etikett mit dem Namen Condor Transglobal drauf. Das bedeutet, da bekommt er seine Lieferung her, oder was? Verschwinden Sie! Verzeihen Sie. Was? Ich wüsste nicht, was... Hey, Kellner. Kellner. Ja, lass die Ruhe weg hier. Wünschen Sie so... Ich habe ihm... Ich kann entweder die Galerie gelie... Dann gehen wir jetzt mal zu Obleshausen, Mann. Ich will sonst niemanden. Diese Tür war ja zu. Abgeschlossen. Das Etikett, das ich in der Galerie Glees gefunden habe. So, gehe ich ihn jetzt nochmal hoch. Mir fällt kein... Die Schachtel packe ich nicht mehr. So, gehe ich denn jetzt überhaupt nochmal hier hin? Die vorstehende Metallklammer hat ihren Zweck erfüllt. Davon habe ich Das Foto ist für mich von kein... zutiefst künstlerisch. Kann man eigentlich mal abspeichern hier? Was ist das? Ich habe die Wahl, wohin ich gehen will. Kann man was übersehen in dieser Galerie vielleicht?
Wenn ich ausgelacht werde. Verschwinden Sie. Verschwinden Sie. Nö, sieht nur so aus, hätte ich hier was übersehen, ne? Kreditkartenleser. Ich habe mit Sicherheit keine Ver... Moment mal, in diesem Haus muss ich vielleicht dieses Etikett... Nö? Ich will sonst... Ich habe die Wahl... Dann gehen wir wieder ins Café. Hallo, Sneak Games. Danke für den Hinweis. Danke für den Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Aber jetzt erstmal hier den Zweier irgendwie durchbekommen. Und ich bin zwar noch am Anfang erst, aber ich merke, also ich dachte eigentlich, ich hätte den gespielt damals. Aber mir kommt irgendwie so gar nichts bekannt vor. Dann habe ich den wahrscheinlich doch nicht gespielt. Was ja eigentlich was Gutes ist. Verzeihen Sie. Was? Das will er bestimmt nicht. Ach, come on. Mag er mit mir über Lippenstift reden? Verzeihen Sie. Was? Das will er. Junge, ich bin am Anfang direkt schon, weiß ich nicht mehr weiter, ne? Ist der Kellner vielleicht ein bisschen gesprächiger? Wünschen Sie sonst noch etwas? Das würde den Kellner... Das wäre alles. Vielen Dank. Das ist zweifellos die... Also gehen wir mal nochmal durch, was haben wir da? Eine handschriftliche Notiz hier von diesem Leon, der wieder herrscht. Das ist der Brief, den dieser Blödmann Lobineau an Nico geschrieben hat. Hat durchaus seine Reize. Brechreize nämlich. Ein Wurm. Das ist der winzige Tequila-Wurm. Das ist der Zeitungsausschnitt über die bevorstehende Sonnenfinsternis. Darin eingewickelt ist noch ein Blatt Papier. Es ist ein Kontoauszug von Konto aus einem automatischen Auszugdrucker. Die letzten 5 Abhebungen waren immer große Beträge und alle wurden in Marseille getätigt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Aubier hat Nicos Entführung organisiert. Aubier hat Geld in Marseille abgehoben. Aubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Ich hab das definitiv noch nicht gespürt, dass du... Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Geil.
Oh, mein Hundi. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. So sieht er aus. Können wir mit dem reden? Bei Fuß. Wie wär's denn mit einem schönen Pfeil hier? Ohne eine Möglichkeit, den Pfeil abzuschießen, bekomme ich niemals die nötige Durchschlagskraft zusammen, um das dicke Fell des Köters zu durchlöchern. Nein, falsch. Könnte aus einer Unterhose, ist auch ein Gummi dran. Naja. Haben wir denn hier noch so einen Zaun? Oh, ein Vorhängeschloss. Stählerne Vorhängeschlösser mit der bloßen Hand aufzubrechen, war noch nie meine starke Seite. Nochmal probieren. Stählerne Vorhängeschlösser mit der bloßen Hand aufzubrechen, war noch nie meine starke Seite. Okay, dann probier's mit der Unterhose auch nicht. Kamin. Oh, Parallax-Calling. Krass. Au, Mann, ist das heiß. Oh nein, ich habe meine Lektion gelernt. Oh, Hundefutter. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Toll. Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Ah. Um wie viel Uhr öffnen Sie die Tore? Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Als hätte ich es geahnt. Der nationale Urlaub. Das ganze Land macht Urlaub. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Oh nein. Von einem Bewunderer meiner Freundin. Das ist ja pervers. Oh. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Haben Interesse, was schon mal Interesse an der Betäubungspfeil? Nee, Kumpel. Was soll das sein? Ein Giftpfeil zum Jagen. Was jagt man denn damit? Mäuse? Nein, Affen und so. Die Spitze wird in Gift getaucht. Hey, was haben Sie denn gegen Affen? Ich liebe Affen. Das habe ich nur so als Beispiel gesagt. Tun Sie das lieber nicht. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Was ist denn so schlicht an Bier und Bohnen? Bier und Bohnen. Kann ich das wirklich noch sagen? Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Haben Sie jemals von Professor Aubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau.
Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Docks? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können ihr ausrichten, dass die Docks kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. So wie der, den Sie mir gezeigt haben? Genau der. Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar, die haben ein Lagerhaus hier. Also, könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Klar, gut. Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße. Und Sie sind bis hierhin marschiert? Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht. Der arme Auslieferungsfahrer. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte gehen mich nichts an. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Gut. Nein. Schade, ich dachte, ich könnte mir so eine Art Betäubungsmahlzeit basteln. Okay, was passiert denn, wenn wir einfach mal nochmal reingucken ins Fenster? Können wir dann vielleicht interagieren? Och nein, der Trantklopfen. Oh, ist egal. Hm. Gehen Sie ganz nach links. So. Ein heißer Kamin. Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Wurm im Kamin. Das ist hier, Lippenstift. Okay. Ja, ist ja gut, Bello. Ist ja gut. Oder 20. Er folgt mir. Hey, 20. Cool. Kann ich jetzt eigentlich schon mal zurück oder ist das, das ist jetzt schon ein neues Kapitel? Ne? Ich kann jetzt schon nicht mehr zurück. Das bedeutet, ich muss mit meinen Sachen, die ich habe hier, Vorhängeschloss. Ich würde es wohl kaum schaffen, ein schweres, fünffach verriegeltes Profi-Vorhängeschloss mit einem Pfeil zu knacken. Aber vielleicht mit einem Höschen. Ouviers Kontoauszug. Also ich kann nicht mehr zurück, ne? Treppe, was ist das? Treppen. Da gibt es Treppen. Treppen das. Oh, hallo. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ja, schön. Alles ist ein Bootshaken. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir noch eine Flasche. Hier mal eine Flasche. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Kein Problem.
wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Wäsche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Oh, eine Falltür. Gucken Sie mal hier. Sieht ja mal interessanter hier. Huch! Hallo! Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Verzeihung! Hä? Wer ist da? Ups. Okay, alles klar. Das ist aber schon mal nix. Also mit dem Ding die Tür öffnen können wir auch nicht. Ich bin nicht überzeugt. Nein. Doch. Ich komme nicht an das Paket. Ist ja nichts, was in unmittelbarer Nähe ist. Vielleicht, wenn man die Uhr, wenn ich, kann ich die Uhr einfach umstellen? Also einfach reden, mit ihm reden geht nicht, ne? Ja. Gut. Nadel. Ich komme nicht an die... Hier, bitte. Nein, ich muss mir was anderes. Nein? Das ist die leere Bierflasche, die dieses Ferkel von einem Wachmann ins Meer geschmissen hat. Sie ist inzwischen halb voll mit dreckigem Hafenwasser. Auf dem Etikett steht Bölkeberger, der Stoff, der den Kopf frei haut. Falsch, ganz falsch. Nein. Ich muss ja irgendwas hier angeln. Ach, der hat Schlüssel. Mein Gott, bin ich doof hier. Der hat auch Schlüssel hier, oder? Hallo! Ach, ruf doch nicht! Plattform. Meine Arme sind zu kurz. Hey, 20. Ohne eine Möglichkeit bekomme ich niemals die nötige Durchschlagskraft. Jetzt müssen wir da einfach nur dafür sorgen, dass er rausgeht und dann landet er im Wasser. Na, warum würde er rausgehen? Er würde rausgehen, wenn zum Beispiel... Was ist das denn? Wachmann? Pfanne? Was haben wir hier noch so? Tasse? Kessel? Kann ich die Tasse nehmen? Ich komme nicht an... Ich komme nicht. Nadel. Schachtel. Da komme ich. Ich muss doch. Falsch. Ich muss doch an irgendwas drankommen hier. Von da, wo ich jetzt.
keine so gut. Ich komme nicht an die Tür. Was ist denn, wenn ich jetzt nur mal vorne rumgehe und den jetzt irgendwie ins Gespräch verwickle und sage, geh doch mal raus? Komischerweise ist jetzt die Falltür nochmal. Sie haben Ihre Bierflasche reingeworfen. Ich doch nicht, Kumpel. Doch, wohl. Ich hab's gesehen. Direkt ins Meer geworfen haben Sie sie. Hat Ihnen niemand beigebracht, dass man seinen Müll nicht einfach in den Ozean schmeißt? Bei mir persönlich, also, da hat sich noch kein Fisch beschwert. Nicht einer. Bis später. Aber vielleicht bekommen wir mit diesem Ding hier das Vorhängeschloss auf. Der klassische... Stählerne Vorhängeschlösser mit der bloßen Hand. Nein, hier mit dem Ding. Naja. Ich würde so sagen, belassen wir das für heute mal dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.